Das Schlimmste für in der Demokratie ist, wenn die Menschen das Vertrauen in jene verlieren, die sie gewählt haben, die sie regieren und die Verantwortung für dieses Land übernehmen. Und das Allerschlimmste ist, wenn dieses Vertrauen gerade in Krisenzeiten verloren geht. Herr Landesrat Wiedmann, Sie sagen mir und allen Südtirolerinnen und Südtirolern, dass Sie die Feststellung der Antikörper, dass Sie die Möglichkeit der natürlichen Immunität nicht in die Strategie des Landes zur Pandemiebewältigung aufnehmen können. Sie haben sogar betont, dass es zwar inhaltlich völlig richtig wäre, also man müsste das unbedingt machen, aber Sie könnten das als Landesrat und als Land Südtirol leider nicht machen, weil die römischen Mühlen so langsam wären, weil der Staat es nicht zulassen würde. Herr Wiedmann, Sie lügen. Sie lügen mich an, Sie lügen diesen Landtag an und Sie lügen die ganz Südtirol an. Die Regionalregierung der Emilia-Romagna hat genau das gemacht. Und die Emilia-Romagna liegt immer noch mitten in Italien, unterliegt immer noch dem Geltungsbereich der italienischen Verfassung. Und die Emilia-Romagna ist eine hundsnormale Region. Keine Region mit Sonderstatut und schon gar keine weltbeste Autonomie. Seit Montag kann in der Emilia-Romagna, übrigens PD geführt, Kollege Repetto, weil Sie auch ein bisschen gezweifelt haben, die Leute in der Emilia-Romagna können seit Montag Antikörpertests gedeckelt für 15 Euro in den Apotheken erwerben und der Präsident der Region und der Gesundheitsassessor sagen ganz klar, die serologischen Tests zur Feststellung von Antikörpern ist eine begleitende Strategie, die sie fahren. Und das kann alles nachgelesen werden auf den offiziellen Seiten der Regionalregierung der Emilia-Romagna. Ich habe sie immer als einen lösungsorientierten Macher eingeschätzt. Sie waren für mich übrigens wohl der letzte Macher innerhalb ihrer Reihen. Aber was Sie sich hier leisten in Zeiten der Pandemie und wie Sie mit vernünftigen Vorschlägen umgehen, ich kann es nicht anders nennen, Sie wurden vom Macher zum Märchenerzähler. Denn wenn Sie das hier, was Sie gestern in diesem Landtag hier gesagt haben, wirklich nicht bewusst verändert, also wenn Sie wirklich nicht bewusst gelogen haben, dann gestehen Sie sich ein, dass Sie nicht wissen, welche Möglichkeiten wir als Land haben, was in diesem Staat los ist, was andere Regionen vorbildhaft uns vormachen und welche Möglichkeiten auch wir in unserer eigenen Kompetenz im Land haben. Und auch das spricht in Zeiten wie diesen, wo wir wirklich alles daran setzen müssen, so schnell wie möglich raus aus der Situation zu kommen, für sich. Und Herr Präsident, ich verlange eine namentliche Abstimmung, denn ich möchte den anderen Kollegen der Mehrheit von SVP und Lega wenigstens die Möglichkeit geben, sich diesen Lügen nicht anzuschließen. Da es der Aufklärung bedarf, ich halte hier den Beschluss der Region Emilia-Romagna in den Händen. Ich kann Ihnen gern den Landesrat geben und dann wird sich das schon klären. Danke.